So, hallo auch lieber Stream. Ich mache das jetzt mal, dass ich erkläre, was wir überhaupt tun, weil wir ein neues Mitglied im AK haben und das kann dann auch der Stream erfahren, was wir hier tun. Das haben wir, glaube ich, selten, dass wir am Anfang erstmal erklären, was überhaupt ein AK ist. Also, wir haben in der Fraktion einen Vorstand übrigens und da sind zwei Mitglieder dieses Arbeitskreises drin und die sind noch nicht da. Deshalb kann ich mir hier ein paar Minuten Zeit nehmen, na gut, ein bisschen Zeit nehmen und erklären, was dieser Arbeitskreis ist. Dieser Arbeitskreis ist ein Arbeitskreis der Fraktion. Wir haben natürlich auch Arbeitskreise in der Partei, die Themen bearbeiten, zum Beispiel einen für AK, der heißt AK Bauen und Verkehr, der sich um Bauen und Verkehr kümmert in der Partei. Das Gleiche gilt auch für Umwelt- und Verbraucherschutz. Ich glaube, da heißt AK Kulmpf und ihr heißt, also nein, da ist irgendwie ein, in der Abkürzung Umwelt, Verbraucherschutz und so weiter, ist ein Wort verdreht. Ja, das kann sein, ja. Da kommt Klimaschutz mit dazu. Ja, und wir haben hier auch die Ausschüsse in diesem Arbeitskreis versammelt, nämlich Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr. Dann, wie eben schon vermuten könnte, Klimaschutz und Klimaschutzplan, dann Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und der Ausschuss, den wir hier auch noch in diesem Arbeitskreis der Fraktion haben, ist der Ausschuss Wirtschaft, Mittelstand, Energie und der Unterausschuss Bergbau, Sicherheit. Und ab und zu behandeln wir auch hier die Enquete-Kommission Chemische Industrie, die noch bis Ende März existiert oder den Bericht dann irgendwie im April abliefert. Die Nachfolge-Enquete-Kommission, was die Räumlichkeiten betrifft, die wir dann übernehmen können und den schönen Termin am Freitag, ist die Enquete-Kommission ÖPNV und die ist dann ab heute auch Teil dieses Arbeitskreises. Denn die wird am 12. Dezember konstituiert und wir haben seit heute als Referenten den, von dir ist glaube ich eh schon ein Bild im Internet von anderen Piratenfraktionen, ich sage jetzt einfach mal von Gregor Waluga hier. Und er ist jetzt Referent für uns, für die Enquete-Kommission ÖPNV, Finanzierungsoptionen ÖPNV. Ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn du öfter mal hier vorbeischaust für chemische Industrie. Andrea war auch öfter, unsere Referentin war auch öfters mal hier, hatte aber meistens nicht ganz so viel zu erzählen. Enquete-Kommissionen arbeiten ja im Wesentlichen auch nicht öffentlich und außerdem ist bei chemischer Industrie das Niveau, fachliche Niveau sehr hoch gewesen. Vielleicht wäre Heidemarie als Chemikerin noch mitgekommen, aber es ist... Die Abgeordneten saßen da manchmal und haben sich gedacht, mein Gott, was sagen die Experten da? Also es ging wirklich um chemische Prozesse da teilweise. Das ist vielleicht bei uns nicht ganz so. Du bist wahrscheinlich näher an uns, unserem Alltag dran. Nichtsdestotrotz, auch für den Stream und für dich, Enquete-Kommissionen sind arbeiten schon so als Projekt neben der Fraktion her. Moin Carsten. Und ja, wir treffen uns vom Arbeitskreis AK4 im Wesentlichen alle zwei Wochen hier in diesem Raum. Montags 12 Uhr, danach kann man Mittagessen gehen. Für anderthalb Stunden maximal, 13:30 schaffen wir dann aber auch meistens uns darauf zu beschränken. Manchmal haben wir etwas größere Diskussionen über irgendein Thema. Oft ist es auch zum Thema ÖPNV, zum Themenfeld, aber um 13:30 Uhr sind wir dann damit durch. Wir streamen das Ganze, viele Zuschauer haben wir nicht, aber ab und zu sind es gerade Mitarbeiter, die sich das angucken oder auch Leute von den Partei-AKs. Und wir haben ein Pad, wo die Tagesordnung drin steht und wo wir drin protokollieren. Ein Pad, erzähle ich jetzt auch für Stream und für dich. Ein Pad nennen wir im Grunde, ja,
so Art Google Docs, nur ein bisschen schöner das Ganze, nennen wir Textverarbeitungsdateien, die man im Internet live bearbeiten kann und wo jeder Teilnehmer, also jeder, der auf diesem Pad gerade ist, eine andere Farbe hat. Da kann man schön sehen, wer was ändert. Das ist so zum gemeinsamen Protokollieren ganz praktisch. Ich setze da auch mal vorher die Tagesordnung rein, sodass man die sehen kann, und schicke diese Tagesordnung oder den Link dahin einmal über eine kleine Mailingliste, die wir auch haben als Arbeitskreis 4, wo nicht viel drüber geht, aber so ein paar Veranstaltungsempfehlungen und Termine und was hier so passiert im Arbeitskreis. Ja, das vielleicht auch als Hinweis. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr seid alle auf der Mailingliste. Weiß ich gar nicht. Wenn nicht, nochmal ein Hinweis, dass es die gibt. Und da schicke ich auch immer rum, was wir montags machen. Nächstes Mal in 2 Wochen ist hier eine große Veranstaltung. Medientage im Landtag NRW. Und dann werden wir im Clubraum Lippe sein und nicht in diesem Saal, der unser Fraktionssaal ist. Der Clubraum Mitte ist unten bei der Kantine. Ja, das war die Einführung, was wir hier eigentlich tun. Es ist also thematisch der Arbeitskreis, der am nächsten auch an der Enquete-Kommission ÖPNV ist, wo auch Anträge zu dem Thema behandeln, also Anträge, die wir im Plenum stellen. Damit hast du, Gregor, jetzt zwar nichts dann zu tun, aber zu wissen, was wir da machen, ist vielleicht nicht schlecht. Gibt es Ergänzungen oder Fragen dazu? Sonst... ein Thema weiter, also mit dem normalen RK weiter. So, wir uns fehlen noch 2 Leute aus dem Vorstand. Die haben gerade geschrieben, bis 12.40 Uhr seien sie weg. Bei Gelegenheit das Pad freischalten, das ist auch immer eine gute Idee. Das mache ich jetzt. So. Öffentlich nur lesen? Nee, noch nicht. 3, 2, 1, jetzt. So. Gut. Ja, wir haben diese Woche Plenum. Das heißt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag sitzen die Abgeordneten im Plenum. Und mir sind noch 2 Tagesordnungspunkte im Plenum aufgefallen, wo die Reden noch nicht verteilt sind. Elektromobilität ermöglichen ist, glaube ich, relativ eindeutig Kai. Habe ich auch schon dem Christoph vorgesagt. Grunderwerbssteuer ist eine gute Frage. Es gibt eine Erhöhung der Grunderwerbssteuer von 5% auf 6,5%. Ja, das ist einmal Kommunales, andererseits natürlich HFA, also Finanzausschuss. Aber Herr Lienkämper hat das richtig erkannt, als er nachträglich gefordert hat, das auch noch mitberatend in den zweiten, weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall auch in Bauen und Verkehr und Wohnen zu schicken. Ich habe klar natürlich die Meinung, dass einmal uns etwas angeht, was mit dem Geld passiert, weil das Infrastruktur gebunden sein sollte, also wenn man mal Wohnen und Verkehr und alles als Infrastruktur zählt. Und zweitens hat es natürlich Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, und wir haben auch so eine Enquete-Kommission natürlich noch zumindest Anmerkungen und Dinge für die Rede, die man nicht vergessen sollte, wenn man über Grunderwerbsteuer redet und wie viel Geld da in den vergangenen Jahren auch verschenkt wurden an Finanzinvestoren, was Grunderwerbsteuer betrifft. Ich weiß nicht, ob es gut ist, das hier jetzt zu diskutieren oder was nochmal ans Ende stellen. Ich würde das, habe das vorgeschlagen, auch noch an vielleicht morgen in der Fraktionssitzung zu diskutieren, bevor wir dann, also die Rede, glaube ich, müssen nicht unbedingt Olaf, der unser wohnungspolitischer Sprecher ist, oder ich
halten, obwohl es Block 2 ist. Es wäre möglich, dass auch zwei den Räder halten. Aber ich möchte vorher darüber gesprochen haben. Möchtest du noch was dazu sagen, Stefan? Ich glaube, aktuell ist das Ding zur direkten Abstimmung, ne? Sonst geht es auch gar nicht anders. Wenn wir darüber in den Ausschüssen beraten, wäre der Gesetzentwurf zum 1. Januar nicht umsetzbar. Und das glaube ich, also die antragstellenden Fraktionen, also SPD und Grüne, wollen ja zum 1.1. die Grunderwerbsteuer erhöhen. Das ist ja für sich schon ambitioniert. Wenn wir jetzt aber noch in die parlamentarische Beratung gehen, wird das nicht mehr klappen. Das wäre vielleicht so etwas wie eine Kompromissformel, zumindest eine Vorlaufzeit herauszuschinden. Aber bin mir nicht sicher, ob das politisch sinnvoll ist. Also wenn es nicht beraten wird, dann ist es im Grunde egal, wer alles mitspricht und nicht. Also dann ist die Anfrage von Lienkämpe nur fürs Protokoll. Nee, die werden tatsächlich beide überwiesen. Okay, und wie soll dann der erste Ass realisiert werden? Das ist eine schöne Frage. Ich habe keine Termine frei. Wir könnten eine Anhörung beantragen. Das würde ich dann auch in der Tat vorschlagen. Eine Wirkungsanalyse, die im Antrag wird behauptet, dass es keine nachteiligen Wirkungen auf den Wohnungsmarkt und auf die Mietpreise habe. Und es wird begründet, dass die Grunderwerbsteuer die einzige Massensteuer sei, die in die Landeshoheit falle und wo das zusätzlich erzielte Geld alleine Land und Kommunen zufließt. Insofern verstehe ich die Motivation gut. Man müsste jetzt intern in den Abstimmungsprozess gehen, was wir denn davon halten. Ich bin nicht darüber informiert, ob es in der Fraktion oder in der Partei eine Position dazu gibt. Eine Anhörung finde ich immer gut. Schon alleine, weil es bremst. Ich übrigens auch. Das ist ein wichtiger Hinweis, ja. Gibt es denn bei uns eine Position zur Grunderwerbsteuer? Am Wochenende war, wie man das so schön sagt, Tag der politischen Arbeit in Kleve für Parteimitglieder. Und da war zwar Grunderwerbsteuer kein Thema, aber man konnte natürlich zwischendrin mal drüber sprechen. Und wir haben diesen Arbeitskreis Wi-Fi, dachte ich immer erst, aber es heißt Wirtschaft und Finanzen, Wi-Fi, der das in einer Mammelsitzung besprochen hat zum Thema Grunderwerbsteuer, und die waren sich bei einer Abstimmung, die sie getätigt haben, nicht einig. Manche meinten, die Erhöhung ist eine gute Idee, manche nicht, und manche haben sich enthalten. Die meisten haben sich enthalten. Aber die grundsätzliche, also es gibt keine auf einem Parteitag abgestimmte Position dazu. Das wäre auch ein bisschen zu viel verlangt, würde ich fast sagen. Weil es eine aktuelle Frage ist. Aber der Arbeitskreis hat sich im Grunde so positioniert, grundsätzlich spricht nichts dagegen, eine Grunderwerbsteuer zu erhöhen. Nur da waren sie da auch im Grunde mit mir einer Meinung, die muss schon sozusagen sinnvoll erhöht werden. Das heißt, das Geld einfach zu nehmen und irgendwo ins Haushaltsloch zu stecken, wie man so schön sagt, ist nicht angemessen. Es sollte schon in Wohnungsinfrastruktur oder auch Verkehrsinfrastruktur oder zumindest Anbindung dieser Grundstücke fließen. Man kann auch darüber nachdenken, eine Grunderwerbsteuer unterschiedlich zu gestalten und nicht pauschal, also sozusagen an bestimmte Kriterien zu orientieren. Und man jetzt sozusagen das gut finden sollte, dass eine Grunderwerbsteuer erhöht wird, darüber waren sie sich dann nicht einig. es kommt halt dann auch ein bisschen drauf an, glaube ich, auf die Rede, beziehungsweise wie man sich dazu positioniert. Deshalb ist darüber zu diskutieren sicherlich nicht schlecht. Ich glaube auch, was wir in der Enquete-Kommission Wohnungswirtschaftlicher Wandel besprochen haben, weiß wahrscheinlich kaum jemand in der Fraktion oder Partei. Stefan. Yeah.
Geht das so? Ja. Noch eins, also ist ein. Ja, ich hätte dazu auch noch die Anmerkung, eigentlich muss man es irgendwie gestaffelt machen, dass zum Beispiel wirklich ich eben diejenigen, die jetzt so sich ihr selbstgenutzte Wohneigentum erwerben, dass man die nicht noch über Gebühr belastet, und für die sind natürlich diese 1,5 Prozentpunkte schon ein ganz schöner Batzen. Während man andererseits natürlich große Immobilienunternehmen, da kann man also durchaus, aber das Ganze darf natürlich nicht drüber hinwegtäuschen, dass wir mittlerweile ziemlich den unsolidesten Finanzen aller Bundesländer haben hier. Also offensichtlich ist man da verzweifelt und versucht jetzt irgendwo Geld aufzutreiben. Bisher war es umgekehrt. Die Finanzinvestoren mussten sie nicht zahlen, weil sie einen Trick hatten. Stefan. 94,9 Regel ist das. Im Gesetzentwurf gibt es einen Passus, bei dem ich die Vermutung habe, ohne es juristisch beurteilen zu können, dass genau diese Befreiung von der Grunderwerbsteuer auf Grundlage dieser 94,9%-Regel außer Kraft gesetzt werden soll, weil hier steht, dass alle geschädigten Käufe und Verkäufe erfasst werden sollen und steuerpflichtig erfasst werden sollen. Inwieweit das möglich ist, müsste juristisch ebenfalls geprüft werden, weil ich glaube, dass wir hier eine Kollision von Bundesrecht mit Landesrecht haben. Das weiß ich nicht. Inwiefern die Aussage richtig ist, dass wir es hier mit einem korrekten Haushalt zu tun haben, ist eine andere Frage. Es gab immerhin Mitglieder dieser Fraktion, die mitgeklagt haben bei der Frage, ob der Tarifabschluss auf Beamten übertragen wird oder nicht. Ohne hier eine Sympathielanze für Walter Borjans zu brechen. Es gab eine Idee, wie man diesen Haushalt punktuell saniert. Diese Idee wurde in Münster zurückgewiesen. Und jetzt gibt es eine Lücke, mit der vor einem Jahr nicht zwingend zu rechnen war. Insofern sind wir jetzt auch mit einem Ergebnis unserer eigenen Position konfrontiert. Das, glaube ich, gehört zum lauteren Umgang mit ehrlicher Politik. Ich bin hin und her gerissen, was die Grunderwerbsteuer betrifft. Aufgrund der Zinssituation und des Wohnwertgesetzes, so nenne ich es jetzt mal, sind Immobilienpreise momentan sowieso außerordentlich hoch, aber wir erleben mit der Grunderwerbsteuer natürlich eine dämpfende Wirkung, die vielleicht sogar angemessen ist. Aber das ist nur eine momentan dämpfende Wirkung, weil natürlich alle sich auf den Standpunkt zurückziehen können, dass das außerhalb ihres Beurteilungs- oder Beeinflussungshorizonts liegt. Und 5% oder 1,5% von 500.000 sind, wie viel? 7.500, ne? Also es ist relativ gesehen immer noch nicht der große Batzen. Wir sollten über die Frage nachdenken, wenn wir hier schon ein bisschen provozieren wollen, ob denn 7,14% Maklerkurtage angemessen sind oder wenn ich hier auch zum Bestellerprinzip wechseln sollten. Das, glaube ich, wäre ein bisschen Punkrock, ohne dass es steuerlich relevant ist. Die Steuereinnahmen zu erhöhen, verstehe ich, und ich glaube nicht, nach den Erkenntnissen aus unserer Enquete Wohnungswirtschaftlicher Wandel, dass hier nachhaltig negative Auswirkungen auf den Mietwohnmarkt gibt. Ja. Ganz kurz noch, die Grunderwerbsteuer fällt nur zunächst für das Grundstück an. Die Grunderwerbsteuer bezieht sich nur dann auch auf das Gebäude und den Wert dieses Gebäudes, ausgedrückt im Kaufpreis, wenn Grundstück und aufstehende Immobilie eine notarielle Einheit darstellen. Also wenn ich eine Wohnung oder ein Haus kaufe oder einen Bauträger damit beauftrage, eine Wohnung oder ein Haus zu bauen, dann zahle ich die Grunderwerbsteuer für den Gesamtkaufpreis. Wenn ich aber ein Grundstück erwerbe und dann jemanden bitte, mir ein Haus drauf zu bauen, dann ist das Haus grunderwerbsteuerfrei.
das bevorzugt eindeutig nicht urbane Gegenden, weil dort dieses Modell des Grundstückserwerbs unabhängig vom Gebäude die Regel ist. In der Stadt ist es umgekehrt. Also hier könnte man auch nochmal die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, eine städtische Sondersteuer einzuführen oder nicht. Noch Wortmeldungen dazu? Ich würde das auch tatsächlich noch gerne weiter diskutieren, aber am liebsten sogar mit noch ein paar mehr Diskutanten, unter anderem Dietmar. Ich hoffe, dass wir das morgen hinkriegen. Dann wollte ich noch, da ich ja schon eben dabei war, müssen wir dann vielleicht Simone oder Danebot noch fragen, ist das für euren Ausschuss, Heidemarie, Abstand nehmen von der Gebührenfinanzierung der Regelkontrollen in der Lebensmittelüberwachung? Ja, ist im Ausschuss, das ist, ich habe das ja schon vorbereitet und auch diese komischen Kleingärtner, das ist ja auch bei uns im Ausschuss, nehme ich mal an, das sind Anträge. Nein, ist also diese Lebensmittelüberwachungsgebühren, das hat die FDP einen Antrag gestellt und das heißt, das ist sozusagen vorsorglich, weil die EU plant, dass man die Verordnung dazu, zu modifizieren, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, alle Lebensmittelkontrollen, für alle Lebensmittelkontrollen, auch für die ersten Gebühren, Pflichtgebühren. Mach's auch gleich hier mit Mikrofon. Also wir haben eine Aktuelle Stunde eingereicht zum Thema Maut und Überwachung und die FDP hat eine Aktuelle Stunde eingereicht zum Thema Interessen von Nordrhein-Westfalen werden übergangen. PKW-Maut schadet Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel. Ich hatte sowas irgendwie erwartet. Das heißt aber ja nur, dass beide gleichzeitig behandelt werden und gleichzeitig ja stehen. Das heißt nicht, dass man jetzt die Anträge zusammenschmeißen muss. Ne? Nee, also das, ich denke, dass sie uns vorschlagen werden vom Präsidium, wenn sie die draufsetzen. Ich denke schon, dass sie es machen werden, dass es nur eine aktuelle Stunde gibt, in der beide behandelt werden. Ist ja richtig. Ja, also habe ich nicht anders erwartet. Wir würden nicht drauf bestehen, dass es einzeln gemacht wird. Okay, magst du behalten? Danke. also es gibt dann zwei Anträge. Das heißt... Genau, das einzige Problem ist dann, ist FDP oder wir zuerst dran? Okay. Aber das ist nicht okay. Wir können natürlich auch Donnerstag darüber und Freitag über unseren oder umgekehrt behandeln. Okay, zurück zur Lebensmittel... Lebensmittel. Nee. Kleingärtner. Also ich habe... Ich habe deshalb die Kleingärtner nicht drauf gehabt, weil das schon steht im Pad Danebot oder Simone und bei Lebensmitteln eben nicht. So, zurück. Also das mit den Lebensmittelgebühren ist in der EU geplant, dass da eine Verordnung überarbeitet wird, dass auch die ersten Lebensmittelkontrollen, die man zuerst zu Anfang durchführt, Pflichtgebühren eingeführt werden können und dürfen. Und das kann dann im Bundesrat, der Bundesrat in Deutschland hat auch schon gesagt, dass er das vielleicht ganz gut findet. Also sie haben sozusagen Zustimmung signalisiert und die FDP sagt natürlich, nee, geht gar nicht, wollen wir nicht. Das würde die Betriebe hier belasten, was auch stimmt, weil normal ist es einfach so, dass die ersten Lebensmittelkontrollen, zum Beispiel in Kneipen oder irgendwelche Firmen, die werden nicht, sind nicht gebührenpflichtig und nur die werden dann gebührenpflichtig, wenn die irgendwelche Übertretungen oder irgendwelche Schäden aufgeführt haben. Wenn die dann das zweite oder dritte Mal kommen müssen, dann gibt es Gebührenpflicht. Und die erste Gebühr ist bis jetzt immer, die erste Kontrolle ist bis jetzt immer gebührenfrei. Und das will die FDP so behalten, aber Remmel will das nicht. Die haben auch schon eine kleine Anfrage dazu gestellt und da hat Remmel auch eindeutig gesagt, dass sie da die Gebühren einführen wollen, weil sie diese Kontrollen kostenneutral hinkriegen wollen. Das heißt also, dass sie da keine Steuermittel für
oder keine zusätzlichen Mittel für bereitstellen wollen, sondern dass es halt über Gebühren finanziert werden soll, komplett. Wie da die Piraten zu stehen, weiß ich nicht. Ich bin da ein bisschen gespalten, ich weiß es auch nicht so. Genau. Während ich bei den Antrag zu den Kleingärtnern, ich habe das gesehen, was da im Pad steht, bin nicht der Meinung. Da bin ich anderer Meinung, muss ich sagen, weil da steht im Haushalt, die kriegen nämlich schon Geld, und zwar 487.200 Euro. Und das sind über 100.000 Euro mehr als letztes Jahr. Und ich finde zwar Kleingärten toll und süß und so, ne? Aber ich kenne auch viele Kleingärtner, jedenfalls vor ein paar Jahren in Bremen, die sind nicht immer ökologisch, die benutzen Dünger und Pestizide ohne Ende, sind sonst auch nicht besonders ökologisch drauf, und ich weiß nicht, ob man die unbedingt noch zusätzlich fördern muss. Und der zweite Punkt ist, dass die, das ist ein CDU-Antrag, dass sie das wieder für die bis 2020 jährlich 500.000 Euro für die Förderung und Schulung und was weiß ich im Voraus sozusagen schon festlegen wollen. Und das finde ich unredlich, weil die auch alle für die Schuldenbremse sind, jedenfalls CDU und ich glaube die Piraten auch. Und dann gleichzeitig immer aber mehr Geld fordern, obwohl das natürlich im Gesamthaushalt wenig ist, das sehe ich auch. Aber ich finde das unredlich und auch nicht zielführend. Also ich finde es nicht gut, im Voraus für 5 Jahre schon jedes Jahr so Gelder festzulegen. Und dann von Kleingärtner innig. Also würde ich dann sagen, wenn es notwendig ist und wenn man merkt, die brauchen wieder Geld für irgendwas, dann kann man ja immer noch sagen, hier machen wir. Aber so würde ich das ablehnen. Dann bin ich jetzt, ist gar keiner dran. Mich würde interessieren, wie viele Kleingärtner es in NRW gibt, wie viele Kleingartenvereine es gibt, was das an Förderung pro Kleingärtner und pro Kleingärtnerverein gibt, ob es einen Dachverband gibt, der hier Nutznießer ist, womit die Förderung überhaupt begründet wird. Das würde mich natürlich auch interessieren. Und wenn ich dagegen wäre, dann wäre ich radikal dagegen, würde die Frage stellen, ob Kleingärtner piratenaffin sind oder nicht. Und bei der entsprechenden Antwort würde ich mich getrauen zu sagen, da können wir streichen, obwohl der Betrag es kaum wert ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Vereine und sonstige Sachen das gibt. Das war, ist auch im Haushalt so nicht, sondern ist immer pauschal. Und hier wird einfach gefordert, dass mittelfristige Finanzplanung bis 2020 jährlich mindestens 500.000 Euro für Investitionen und Schulungen zur Gewährleistung der Planungssicherheit festgeschrieben werden sollen. Da steht nichts von, wer da das Geld kriegen soll und wer nicht. Und wie viele Kleingärten und Vereine? Klar, das sind die Kleingärten haben ja alle diese, was hast du jetzt noch gesagt, Vereine oder? Das ist, glaube ich, auch hier in NRW normal. Aber wie viele es davon gibt, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Das sind nicht wenig, glaube ich. Wir hatten ja ins Bett die Sache reingeschrieben. Ich habe es auch nicht rauskriegen können. Wahrscheinlich ein Lobbyist. Okay. Ich persönlich habe den jetzt nicht so gut vor Augen, dass ich dazu was sagen kann, aber wenn du mich darauf hinweist, dass da die Position schwierig ist, gucke ich mir den nochmal an. Stefan? Ich habe noch, also wenn wir es schon diskutieren, dann würde ich gerne noch ein paar Fragen anschließen. Ich würde gerne wissen, wie sich die Gebührensätze in den vergangenen Jahren für die Parzellen verändert haben, wer die Gebührensätze erhebt, ob das die Kommunen sind, Und ob diese Gebührensätze irgendwie die Ausgaben wieder reinholen oder ob das auch über die Gebührensätze eine direkte oder indirekte Bezuschussung ist. Wir werden hier Parzellen subventioniert über an sich nicht marktgerechte Gebührensätze. Das würde ich gerne mitdiskutieren. Ich glaube nämlich, dass selbst nach den jüngsten Gebührenerhöhungen in den verschiedenen Kommunen, gemessen an dem eigentlichen Wert der Parzellen, die jährlichen Kosten immer noch gering sind. Und insofern man sagen kann, es gibt bereits eine Förderung, eine zusätzliche Förderung müsste zumindest dann in den Gebührensätzen abgebildet werden. Das. Welche Gebührensätze? Sie bezahlen doch Pacht. Ja, klar, aber die zahlen, keine Ahnung, 1,20 Euro oder sowas pro Quadratmeter und Jahr oder sowas.
Also das sind sehr, sehr geringe Gebühren. Das machen die Kommunen, ja. Genau, und das würde ich dann gerne in die Debatte mit aufnehmen. Wenn wir schon über die Förderung von Kleingärten und Kleingartenvereinen und Kleingartenbetreibern reden, dann würde ich auch gerne über die Beteiligung der Kleingärtner an den Kosten sprechen. Ich weiß, dass ich in Berlin in den letzten Jahren für die Außerwertstellung der Grundstücke zum Beispiel. Also diese Werte haben, also es gibt ja einen Bodenrichtwert und der Bodenrichtwert, der muss ja irgendwie muss sich abbilden. Also wenn ich ein Grundstück in der Stadt nicht bebaue oder nicht überplane, dann zahle ich dennoch die Grundsteuer B dafür. Wer tut das denn für die? Ach so, was ja. Ist die Grundsteuer? Das weiß ich ja, nicht. Genau. Also ist schon ein bisschen. Ja. Die würde uns empfehlen, dass wir den Antrag annehmen sollen. Nein, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber nur an die ökologischen. Aber ich weiß zumindest, dass letztes Jahr, als das Geld gestrichen werden sollte, da gab es ja also Briefe hier, als wir den Haushalt durchgenommen haben, von Kleingärten, von allen möglichen kleinen Vereinen, die hier aufgetreten sind und gesagt haben, hier, die brauchen ihr Geld. Und da Geld zu streichen, das scheint etwas schwierig zu sein und dazu noch zusätzlich Geld zu geben, finde ich irgendwie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, das halte ich nicht für notwendig, weil die kriegen, wie gesagt, 400.000 und ich weiß nicht, wieso die noch. Dann ist noch die Frage, wer hält die Reden? Weißt du das schon oder gehst du einfach davon aus, dass Danewort oder Simone die jeweils halten? Dann notieren wir das vielleicht auch noch so. Die reden gerade über Pestizidbelastung. Wir nehmen den nächsten Punkt. müssen wir noch über Anträge von uns, die wir ins Plenum gestellt haben, sprechen? Also ich weise kurz darauf hin, dass wir einen gemeinsamen Antrag zum Thema Regionalisierungsmittel haben. Endlich mal ein Wort für dich. Wir haben einen gemeinsamen Antrag mit FDP, CDU, SPD, Grünen, allen Parteien zum Thema Regionalisierungsmittel gestellt, der im Grunde jetzt überholt wurde von der Wirklichkeit. Wir wollten natürlich den Königsteiner Schlüssel umgesetzt haben, sodass NRW viel mehr Geld bekommt. Jetzt wurden uns noch nicht eingetütet ein bisschen mehr bis 2030 in Aussicht gestellt. Aber genau darüber werden wir im Plenum, Kieler Schlüssel heißt das jetzt, genau, haben wir auch gelernt letzte Woche. Und wir werden das am Freitag im Plenum debattieren. Außerdem haben Frank Herrmann und ich eine Aktuelle Stunde zum Thema Maut vorgeschlagen. Die FDP, habe ich ja eben vorgelesen, wird auch eine zum Thema Maut einbringen. Wir haben zusätzlich zu den Geschehnissen in Köln eine Aktuelle Stunde vorgeschlagen oder eingereicht. Und da hat die CDU auch eine eingereicht, das heißt, es wird wahrscheinlich zwei Aktuelle Stunden geben, jeweils wir mit Antragsteller sozusagen. Bei der Maut haben wir uns halt darauf konzentriert, dass jetzt, weil es aktuell dazu kommt, eben die Überwachung ist Infrastruktur, die dadurch aufgebaut werden muss. Wir haben gesagt, die muss auf jeden Fall in der Aktuellen Stunde behandelt werden. Jetzt hängt es natürlich, ich würde sagen, vor allem an Frank Herrmann und mir mal zu schauen und vielleicht dann an unseren Referenten, also auch an Stefan, zu schauen, wie wir dann unsere Reden aufbauen für die aktuellen Stunden, womit wir anfangen und wie wir mit den anderen
Kritikpunkten. Es wurden ja tausende Blogbeiträge geschrieben und so weiter. Wie bei den anderen Kritikpunkten an der Maut, die ja natürlich auch da sind. Und ich habe den Antrag der FDP jetzt nicht gelesen, aber die werden auch nicht Unrecht haben in ihrem Antrag. Umgehen. Gut. Dazu noch Anmerkungen? Aber das kommt. Haben wir noch andere Sachen, die wir wegen des Plenums noch besprechen können? Nein? Dann würde ich sagen, gehen wir kurz mal in die Ausschussberichte rein. Wir würden eigentlich mit A18 Wirtschaft anfangen, ist aber gerade niemand da. Bauen und Verkehr hatten wir letzte Woche Ausschuss. Wir haben eine Haushaltsdebatte geführt. Ich glaube, die war ganz gut. Wir haben vor allem vorgeworfen, dass nichts sich ändert im Haushalt. Ich finde, du hast das viel besser gemacht als Schemmer, obwohl Schemmer vor dir dran war. Ja, ich nehme das mal als Lob entgegen. Dann hatten wir einen Bericht der Verkehrsministerkonferenz, wo es vor allem um die Sache mit den Regionalisierungsmitteln ging, die ja dort ausgehandelt wurden, dieser Kieler Schlüssel. Ich habe außerdem Fragen gestellt zum Thema zum Thema Fluglärm, weil die nämlich eigentlich um Lärm diskutiert haben auf dieser Verkehrsministerkonferenz, aber eben Schienen- und Straßenlärm anzugleichen, die Bestimmungen. Aber das ist bei Fluglärm ja noch viel interessanter. Und da ein kurzer Hint, den wir im Team noch nicht besprochen haben mit Stefan und Stefan. Die Geschehnisse der letzten Zeit, ich mache jetzt einen kurzen Exkurs, die Geschehnisse der letzten Zeit weisen darauf hin, dass es sehr sinnvoll ist, in den nächsten Monaten einen entsprechenden Antrag auch im Plenum einzubringen, der sich mit der Thematik Fluglärm und Ausbau Flughäfen insgesamt beschäftigt. Und da haben wir ja auch eine Parteiposition, die im Grunde dafür sorgt, dass wir schöne Beschlusspunkte machen können, wie Slots verteuern, die besonders spät liegen oder wo die Flugzeuge besonders laut sind und zwar deutlich verteuern und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der Aufhänger eines solchen Antrags und diesen Aufhänger, den habe ich bislang noch ein bisschen vermisst, den kennen wir eigentlich auch schon seit unseren Gesprächen mit den Kölner Piraten und den Bürgerinitiativen aus Köln, nämlich die ungleiche Behandlung von Fluglärm im Gegensatz zu Straßenlärm und Schienenlärm und vor allem, dass es auch keine einheitliche Behandlung gibt, sondern bei jedem Flughafen wird die Sache komplett neu ausgehandelt. Ich weiß, dass die Sache nicht so einfach ist, aber ich finde, also sie ist nicht einfach umzusetzen, letztendlich Fluglärm genauso zu behandeln, aber das ist auf jeden Fall ein Antrag wert und auch ein guter Aufhänger für einen Antrag. Und darauf gestoßen, dass der kommen muss, bin ich vor allem durch Gespräche mit Journalisten in letzter Zeit und vor allem war ich zum Beispiel bei der Rheinischen Post ja, am Freitag zum Thema Mobilität hier in Düsseldorf und Infrastruktur. Die haben eine Umfrage gemacht zum Thema ÖPNV. Die Veranstaltung an sich war ganz nett, die war ganz gut. Also war eine ganz schöne Veranstaltung, aber noch interessanter war nachher mit Thomas Reisner zu diskutieren, der jetzt der Landeskorrespondent auch ist und Wirtschaftskorrespondent der Rheinischen Post und der auch vermisst, dass dieses Thema auf der Tagesordnung steht. Rheinischen Post. Wir wissen aus dem Ausschuss, dass Bundesluftverkehrsverordnung, ne? Nee. Heißt das so? Planung. Das Bundes. Jetzt hat uns Minister Groschek ja auch am Donnerstag nochmal gesagt, genau ein Jahr braucht mindestens, also die wird uns frühestens im Oktober 2015 erreichen und bis dahin wird es garantiert keine lang erwartete Landesluftverkehrsplanung geben,
die wird ja im Grunde schon seit Anfang dieser Legislaturperiode ständig erwartet und verlangt. Nur ich glaube nicht daran, dass sie das vor der Bundesluftverkehrsplanung machen. Das hat der Minister Goschek ja auch schon gesagt. Und vor allem, wenn sie es deshalb nicht machen, weil ja natürlich Grüne und SPD intern zerstritten sind, wir ja auch aus dem Ausschuss kennen. Also im Grunde hat man diesen Zeithorizont auch, um Anträge einzubringen. So. Dann gibt es natürlich noch andere Vorkommnisse bei den aktuelle Themen beim Ausbau der Flughäfen Köln und Düsseldorf. So, wieder zurück zum Ausschuss. Wir haben Mobilität für alle Sozialticket behandelt. Der Antrag von uns, zu dem wir eine Anhörung hatten, wurde dann abgelehnt, auch mit den Stimmen von Grünen und SPD. Dazu hatten wir eine Pressemitteilung und ein Video gibt es auch auf der Webseite dazu. Leider wurde es, glaube ich, von der Presse nicht aufgenommen oder zumindest nicht breit aufgenommen. Ich hatte gedacht, vielleicht haben wir da eine Chance. Aber ja gut, wir können an dem Sozialticket weiterarbeiten, zumindest bis Ende 2015. Die Chance, dass es nicht weitergeführt wird, ist zumindest da. Und ich glaube, dadurch, dass wir das jetzt mal deutlich dargestellt haben, dass wir das befürchten, haben wir auch ein bisschen Druck gemacht. Und auch durch unsere, Bekanntgabe, wie der aktuelle Stand ist, ein Mitarbeiter von Herrn Boy hat sich auch bei mir im Blog dazu geäußert. Sagt, so ist das doch gar nicht. Aber wenn man drauf guckt auf die Situation, muss man sagen, dass das Auslaufen des Sozialtickets gerade sehr wahrscheinlich ist, weil Minister Groschek sich eben so geäußert hat. Und wenn nicht, müssen halt die Fraktionen Rot und Grün sich mal Mühe geben, dem Minister mal vom Gegenteil zu überzeugen. Dann sollen das mal tun. Die haben jetzt noch ein Jahr Zeit. Ja. Ja, dann hatten wir noch vorweggehen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Da war Kai bei uns im Ausschuss. Der Antrag wurde auch leider abgelehnt. Das war's vom Ausschuss, denke ich, was berichtenswert ist. Der hat dann natürlich viele Tagesordnungspunkte, brauche ich nicht alle erwähnen. Wir werden noch eine Anhörung haben am 18.11. zur Landesbauordnung. Da wird es wohl auch um sachverständige Barrierefreiheit und so gehen. Sonstige Sachen von der Rheinischen Postpodiumsdiskussion habe ich eben schon kurz berichtet. Und wir haben einen offenen Brief der Studenten bekommen zum Thema Semesterticket. Ich denke, das ist erwähnenswert. Das heißt, wir haben im Grunde schon vor der Sommerpause darauf gewartet, dass die Studenten mal was tun und uns die Gelegenheit geben, etwas aufzugreifen, um dann zum Beispiel im Ausschuss darüber zu sprechen. Letzte Woche, zu spät für den Ausschuss, aber haben sie sowohl an die Ausschussmitglieder für den Hochschulausschuss als auch an die Ausschussmitglieder für den Verkehrsausschuss, also zweimal an mich, einen offenen Brief geschrieben, der Herrn, ich glaube, er war an Herrn Castrillo vom VR adressiert, und wo sich vor allem über den Prozess des erstmal Kündigen der Verträge beschweren und natürlich generell über die geplante Preiserhöhung. Ich denke, dass ich habe mal eine kurze Antwort geschrieben, aber ich denke, das müssen wir noch aufgreifen. Vielleicht im Ausschuss zum nächsten nochmal behandeln lassen. Ich habe außerdem mit unserem Piraten gesprochen am Wochenende, der im VR-Gremium demnächst sitzt. Wie heißt das Gremium? Nicht Aufsichtsrat. So ähnlich. Nein, das war der Ausschuss. Also in dem VR-Gremium sitzt. Beirat heißt das Ding auch nicht.
ich muss mal, egal, also er sitzt dort und hat dort gute Kontakte jetzt geschlossen, vor allem in Richtung CDU. Ich denke, so viel darf man sagen. Und ja, mit dem werden wir auch so, wenn es um Semesterticket VR und so geht, natürlich müssen wir uns gegenseitig briefen, müssen wir Austausch regeln, dass wir das immer schön rüberkriegen. Ich bin jetzt auch gleich am Ende, ich habe am Wochenende auch natürlich mit dem Arbeitskreis Bauen und Verkehr der Partei gesprochen. Wir haben dort vorgestellt, was wir mit einer Enquete machen. Wir haben über kommunale Projekte gesprochen, die kommunal wichtig sind. Dort ging es vor allem immer um Tarife. Es ging auch um die Trennung Nah- und Fernverkehr übrigens, die kommunal Probleme bereiten, vor allem in Ostwestfalen-Lippe. Das muss ich jetzt gerade aus dem Kopf machen, ich habe gerade die Notizen nicht rausgekramt. Es ging, ich glaube, das waren die beiden wesentlichen Sachen, es ging auch noch um unübersichtliche Fahrkartenautomaten, für Farben, die nicht für Farbenblinde geeignet sind, okay. Das kriegen wir nebenbei auch in praktischen Beschwerdebrief oder sonst was hin. Wir haben außerdem, und das ist, denke ich mal, wichtig noch für uns hier in der Runde, vereinbart, dass wir zum Thema Enquete und was so dranhängt, sage ich mal, also der Austausch mit dem Piraten im VR-Gremium gehört vielleicht dazu, dass wir auch jeden Monat mal so eine Mammelsitzung machen, um uns auszutauschen und uns auch so rund einmal im Quartal zumindest mal persönlich, wohl dann in Düsseldorf, treffen, um uns persönlich auszutauschen. Ich denke, das ist dann auch sinnvoll. Wir haben jetzt noch keinen festen Termin festgelegt. Dann werden wir auch noch mal drüber sprechen. Ja, Carsten hat noch weitergehende Vorschläge gemacht, nämlich auch mal dort vor Ort hinzufahren. Aber Ich habe den nicht gemacht, weil ich Achso, du hast das. Naja, vor Ort meinten wir erstmal hier, sodass die hier hinkommen. Wir können natürlich auch mal so ein persönliches Treffen an einen anderen Ort in NRW legen. Ich denke, das ist wichtig zu wissen, aber den Termin müssen wir dann auch mal verbreiten. So, jetzt habe ich viel geredet. Hat jemand Fragen? Verwaltungsbeirat, heißt das Ding so? Ja, ich glaube schon. Ich finde das deshalb wichtig, weil nach meinem Kenntnisstand die Grünen und die SPD in diesem VWA-Gremium, Verwaltungsbeirat oder so ähnlich, kein Problem mit der Verteuerung des Semestertickets haben und auch kein Problem mit der Vorgehensweise haben. Ich habe den Eindruck, dass man anerkennt, dass nach mehreren Jahren der Preisstabilität die Anpassung, auch wenn sie relativ grob ist, absolut immer noch in Ordnung geht. Also wir reden hier über eine Anpassung auf 25 Euro, glaube ich. Ne? Weil es ist ja nur der VRR-Teil, der verteuert wird, nicht der NRW-Teil. Da könnten wir also uns gerade gegen die Mehrheitsposition von Rot-Grün positionieren, die hier ihre eigene Klientel, die Studenten, ein Stück weit düpieren. Das finde ich taktisch ganz angemessen. In Bezug auf die von dir eingebrachten Vorschläge einer Mumble-Sitzung und einer festen Austauschrunde, darüber hatten wir früher schon gesprochen und diese Idee war früher schon gut und die ist immer noch gut und die sollten wir dann noch umsetzen. Wir sollten daraus, also Akaben bauen Verkehr oder Enquete, wie auch immer, es geht um ÖPNV und das ist das Zentrum unserer Debatte in dieser Sitzung. Ich finde das gut, dass wir sollten sowas verstetigen. Ich würde grundsätzlich vorschlagen, dass wir das hier machen, weil es dann einfach in Bezug auf den formalen Umgang damit für die Fraktionsangehörigen, also für die Beschäftigten der Fraktion, leichter ist. Würden wir das anderswo machen, wäre das immer ein bisschen schwierig aus formalem Grund. Das ist richtig. Aber es könnte sein, dass wir auch nochmal zusätzliche Termine
vielleicht dann nur Carsten und ich oder sowas woanders mal wahrnehmen. Übrigens, das Ding, ich habe einfach jetzt mal gegoogelt. Also, das Ding heißt Verbandsversammlung. So. In die VRA-Verbandsversammlung wird die Fraktion Die Linke und Piraten, weil in Dortmund, es ist der Dortmunder Pirat, in Dortmund haben die Piraten eine gemeinsame Fraktion mit Die Linke, einziehen. Das ist Christian Gebel von den Piraten, steht auch hier, insofern kann ich das auch vorlesen, und wird die Verkehrspolitik der Dortmunder Fraktion vertreten. Und in der Pressemitteilung ist auch schön von Sozialticket die Rede. Ich denke auch, dass die Fraktion, die hinter ihm steht, was das Semesterticket ist, auch entsprechend handeln wird. Aber, und ich glaube, so viel kann ich auch sagen, oder habe es auch eben schon gesagt, in der Verbandsversammlung selbst ist es gut, wenn man sich irgendwo anschließt. Und es gibt im Grunde nur CDU, SPD und eine kleine, ganz kleine Grünen-Fraktion. Und CDU sammelt gerade so die Einzelnen ein. Der bekommt seine Infos sozusagen im Wesentlichen dadurch, dass er bei den Sitzungen der CDU teilnimmt. Das haben wir an anderen Stellen, haben das Piraten auch, dass sie irgendwo, ich weiß nicht, wie es da heißt, aber im Düsseldorfer Rat heißt es hospitieren, dass sie sich also die bei den Arbeitskreissitzungen, also so Sitzungen wie diesen hier, dann heute teilnehmen. Ist das Fraktionsmitglied auch? Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht egal. Gut. Und das mit dem regelmäßigen Treffen. Wir haben, nur zur Info, wir haben ein regelmäßiges Treffen des AKs, also des Partei-AKs, Bauen und Verkehr, ist immer am 10. eines Monats im Mumble, abends um 20 Uhr. Es ist jetzt für dich jetzt nicht so relevant. Wir können dich da einmal vorstellen sozusagen, aber ist jetzt nicht so wichtig. Und wir wollen aber praktisch ergänzen durch ein regelmäßiges Treffen, was die Enquete-Kommission selbst behandelt, damit wir da einen Austausch haben. Gut, so, weitere Fragen, Anmerkungen? Dann Heidemarie, erzähl uns noch was zum A17. Im A17 hatten wir letztes Mal ein Expertengespräch, und zwar ging das darum, dass die Arzneimittel- und Apothekenkontrollen von den kommunalen Behörden zum Lahnhof übergehen soll. Da waren von Städtetag Leute, von den Kommunen Leute und sozusagen Forscherinnen, die weiß jetzt nicht alle auswendig, die sich damit beschäftigt haben, und eine, die kam, glaube ich, aus Baden-Württemberg. Das war sehr geteilt da, die Ansicht. Die Kommunen und Städte sind natürlich dafür, dass sie die Überwachung behalten. Die waren, gelinde gesagt, ein bisschen angefasst, dass sie das abgeben sollten, weil sie es so verstanden haben, dass sie die Kontrollen bisher nicht gut genug gemacht haben. Während die Wissenschaftler oder Forscher, die da auftraten oder gut, die da dran gearbeitet haben, mehrheitlich der Meinung war, dass das besser ist und effektiver, wenn das von oben direkt überwacht wird und auch dokumentiert wird entsprechend. Und für uns Piraten, ist es eigentlich so, dass wir das begrüßt haben, was Remmel da machen will, dass das beim Lahnhof angesiedelt wird, weil da die gesamte Medikamentenvergabe und die Apotheken, die das vergeben an die Landwirte zum Beispiel, im Lahnhof kontrolliert und dokumentiert wird. Und das haben wir ja schon mal gefordert, dass die ganzen Medikamentengaben, zumindest in der Landwirtschaft, die da benutzt werden und vergeben werden, dokumentiert werden sollen. Es war eine heiße Diskussion. Ja, und das wird dann wird nächstes Mal, ich weiß nicht, ob wir jetzt in der nächsten Sitzung schon oder ob das im Plenum ist, wird dann abschließend weiter diskutiert. Jetzt war ja nur die Expertenanhörung. Danach ist dann der Haushalt, da waren auch nur Fragen, es war keine Diskussion über den Haushalt. Dann waren noch diese abgestimmt, die Elektroauto da, die beiden Energie
Anträge von uns, die sind abgelehnt worden. Dann haben wir noch eine heiße Diskussion gehabt zu unserem Antrag mit Delfinen in Duisburg. Das war eine heiße Diskussion und es war, die habe ich auch nie gefunden, es gab eine Diskussion darüber, dass da schon eine PM rausgegangen ist, bevor wir überhaupt das abgestimmt haben, den Antrag. Ja, aber die PM, die hat offensichtlich, ich habe die jetzt nicht gefunden, auch nicht nachher, aber die soll angeblich, ist sie wohl sehr negativ für die anderen Parteien formuliert gewesen und sehr schroff, dass sie, und da waren die so beleidigt, was, jedenfalls haben die da ein hochbeleidigt gespielt und haben gesagt, wenn die PM nicht zurückgenommen wäre, dann würden sie unsere anderen Anträge auch nicht zustimmen. Und die CDS hat den Elektro, wir haben ja diesen Antrag, den Elektroautos fördern und diese Stationen, Infrastruktur dafür zu bauen, ne? Hätte die CDU zugestimmt, wenn wir die PM zurückgenommen hätten. Das haben die auch so gesagt. Das war schon also eine merkwürdige Sache da, das Politschauspiel konnte man da angucken. Ja, das war's. Hatten wir auch und schon mal mit CDU-PMs. Ja, und wir haben am 19.11. haben wir eine Anhörung zu den KS-Salzeinleitungen in die Werra Weser. Das wird auch noch sehr interessant. Wir hatten ja auch ein Treffen, wo Minister Remmel berichtet hat über, der hat ein länderübergreifendes Treffen gehabt und Hessen hat ja wohl offensichtlich zugestimmt, dass KS in Hessen jetzt in die Weser einleiten darf und nicht mehr das, was am runden Tisch geplant war und beschlossen worden ist, dass das eine Pipeline in die Nordsee gibt. Und wenn das jetzt so geschieht, wogegen dies die anderen Länder natürlich alle gewandt haben, dass sie das nicht richtig finden, weil die Länder haben zusammen ein Flussgebiets Plan, also die Pläne für die Überwachung und Ökologisierung der Flüsse, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie die Pläne heißen. Jedenfalls wird da diese Gebiets, ich muss da mal nachgucken, das habe ich jetzt vergessen, weil ich nicht daran gedacht habe, dass ich das berichten soll. Jedenfalls die Planung für die Flüsse und die Überwachung der Flüsse, dass das zusammen gemacht wird und diese Pläne gehen halt nicht, sind ja so, dass man, ich weiß jetzt nicht, bis wann das Datum ist, die Flüsse alle in, laut EU in einem ökologisch guten Zustand sein sollen. Die Frist war bis 2020 oder 2050 ist, weiß ich nicht mehr. Und das geht ja nicht mehr, wenn da jetzt in Hessen wieder Salz eingeleitet wird. Das heißt, man kann keine gemeinsame Planung mehr machen. Und das wird ein bisschen schwierig und da sind die jetzt dran am Arbeiten und am Diskutieren. Das hat der Umweltminister da berichtet und das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, wie das jetzt weitergeht. Und da reinplatzt dann unsere Anhörung. Und die findet ja statt, weil die ist ja schon festgesetzt und wir haben da jetzt zwei Experten, eine Expertin eingeladen. Und jetzt muss man sehen, was da rauskommt. Das ist am 19.11. Dankeschön. Fragen und Anmerkungen? Ich habe ein bisschen mitprotokolliert. Nö? Gut. Gibt es was zur Parlamentariergruppe Bahn? Stefan, haben wir da was? Parlamentariergruppe Bahn? Ja. Da gibt es nichts. Da wird es erst wieder eine Vorstandssitzung geben, die im Anschluss an die Ausschusssitzung am 20.11. angesetzt ist. Alles klar. Zur Vorwarnung, gestern beim Tag der politischen Arbeit habe ich verraten, dass wir Bahnsprechstunden haben und jeder Abgeordnete, ich habe nicht gesagt wir beide, sondern jeder Abgeordnete hat die Möglichkeit, dorthin zu gehen und Probleme mit der Bahn vor Ort dort zu besprechen. die finden immer während des Plenums statt oder nicht während jedes Plenums, aber fast jedes oder öfters. Gut, Formales habe ich schon berichtet, wir treffen uns in 2 Wochen im Clubraum Mitte. Nicht Mitte, Clubraum Lipp. Und Enquete-Kommission
haben wir, glaube ich, jetzt nichts weiter zu berichten. Konstituierende Sitzung am 12.12. ist raus, also das wissen auch die anderen Fraktionen mittlerweile. Und es liegt, ist soweit fest. Und ja, gibt es sonst noch was? Nächstes Mal bin ich nicht da und ich glaube Simone auch nicht, weil da am 17.11. in Mülheim eine Nachhaltigkeitskonferenz ist und da habe ich mich auch angemeldet. Ja, das wussten wir. Genau. Das nächste Mal sind wir also schon wieder weniger. Heute, tja, der Vorstand kommt nicht mehr, wir haben zu tun. Sehr gut. Heute sind wir auch wenige. Dabei letztes Mal waren wir richtig viel. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche guten Appetit. Danke, Jaroslav. Ja.